Moin, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Oh, really? Es ist einfach das beste Format, um ein ganz, ganz kleines Video zu zeigen. Aber auch gleichzeitig eine Frage zu beantworten, weil ich kriege wirklich viele Mails, wo es heißt, Maxim, ist das normal? Aber das sind solche E-Mails, wo ich auch bei dem ersten Moment sehe, ja, das ist normal. Das ist wirklich so. Ein lustiges Beispiel ist folgendes Video, wo ein Abonnent mir eine Situation geschickt hat mit Leona. Denny ist ja gerade unterwegs, versucht, glaube ich, eine Caitlyn oder sowas zu erwischen, macht auch seine Zenitlinge und plötzlich, bam, ist er einfach in Tschetschenien. Da ist er einfach an den Braum geraten, sage ich mal, und sofort engaged worden und hat das am Ende sogar noch nicht mal überlebt, da die Caitlyn nicht abgefangen wurde. Also absolut grausam, er hat mich gefragt, ist das normal, dass das hier passiert? Denn es sieht schon ein bisschen seltsam aus, gerade wenn wir so ein Stück weit näher rangehen, werden wir feststellen, jo, das war das Braumschild. Na, der Braum hat wirklich in allerletzter Millisekunde diesen Schild aktiviert und dadurch natürlich die Zenitlinge auf sich forciert. Naja, und bei dieser Situation kann man erkennen, dass der Braumschild ja doch sehr, sehr funktional ist und wir werden heute so ein kleines bisschen über diesen reden. Denn Braum ist ja schon ziemlich lange in der Kluft und die Interaktion mit dem Schild wurden eigentlich schon in mehreren Videos gezeigt. Trotzdem werde ich einige Basics und Interaktionen nennen, bis wir zu dem Punkt kommen, wo man wirklich was lernt. Zumindest so ein kleines bisschen, das ist ja das Ziel dieser Videoreihe. Gut, wie ihr wisst, kann ja der Braumschild Projektile abfangen, ähnlich wie die Yasuo Wall. Das Ganze funktioniert bloß so, dass er ein Stück weit mobiler ist und den ersten Angriff komplett abfängt, das bedeutet, er hält überhaupt keinen Schaden. Und bei den folgenden Angriffen wird der Schaden dramatisch reduziert, je nachdem wie viele Punkte ihr in dem Schild habt. Diese Schildmechanik ist also ziemlich praktisch, um Auto-Attacks abzufangen, denn Braum fängt alle Auto-Attacks ab, egal ob er selbst das Ziel war oder ein anderer. Das Ganze wurde auch in super epischen Videos ein bisschen übertrieben, sage ich mal. Tja, und außerdem verschwinden Projektile darin, teilweise auch sehr große. Das heißt, die Ezreal Ultimate, aber auch die Nami Wave verschlingt der gute Braum mit einem Mal. Die einzige Problematik, die dabei entsteht, ist, dass er trotzdem CC abbekommt. Das heißt, er kann eine Bubble oder ein Morgana Q oder ein Lux Binding alles abbekommen, wird aber trotzdem dadurch CC. Also das kann er nicht. Vom Schaden her kann er aber das Ganze reduzieren, beziehungsweise wenn es der erste Spell ist, komplett negieren. Gestört wird es aber nun bei AOE-Spells. Wie funktioniert das denn da? Und hierbei kann ich sagen, dass der Braum zum Beispiel in der Lage ist, den gesamten E-Schaden von Lux zu verhindern. Dabei muss er im Prinzip nur den Schild in Richtung Lux halten und schon explodiert zwar das Ganze ordentlich, aber den Schaden erhält er nicht. Teammates kann er vor dieser ganzen Geschichte nicht bewahren. Das zählt auch zum Beispiel für die Lux-Ultimate. Die Lux-Ult kann Braum easy peasy mit dem Schild abfangen. Er muss es nur in die Richtung halten und Pam kriegt er kein Damage. Seine Verbündeten kriegen diesen aber schon. Das heißt, hier kann Braum wirklich sehr, sehr gut interagieren. Die einzige positive Ausnahme ist quasi das Lux Binding, das wird ja normalerweise zwei Ziele treffen. Wenn Braum über den Schild aktiviert, ist er lediglich davon betroffen. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall, sich vor Lux zu stellen. Richtig gestört war es aber damals, wo das Braumschild im Prinzip jeden Spell abfangen konnte. Das bedeutet, es gab eine Situation, wo ein Zed den guten Braum komplett durchgeultet hat und nur noch diese Explosion gefehlt hat und Braum, zack, hält einfach den Schild in die Richtung und verhindert, glaube ich, über 1500 Damage. Diese Mechanik ist absolut witzig, funktioniert aber nicht mehr. Okay, das habe ich jetzt mehrmals getestet, es klappt nicht, du kriegst trotzdem den Damage, also hier funktioniert es mit der Richtung schon mal nicht. Ein anderer Fakt ist außerdem, dass bei der Aktivierung des Braumschildes die Hitbox deutlich größer wird. Das war übrigens auch der Grund, warum diese Leona 1000 Kilometer hinterher geflogen ist, obwohl es so aussah, als wenn sie nichts getroffen hätte. Wenn ihr den Braumschild aktiviert, wird eure Hitbox riesig und das Ganze nicht nur frontal, sondern auch nach links und rechts. Das bedeutet, Skillshots, die eigentlich an euch vorbeigeflogen wären, kriegt ihr jetzt nun ins Face, beziehungsweise fangt ihr hier an dieser Stelle ab. Das kann manchmal aber, wie gesagt, von Nachteil sein, dass ihr so eine riesen Hitbox habt. Um aber den Verteidiger in eurem Team zu spielen, macht das ja absolut Sinn. Gut, um dann aber aus diesem Video etwas anderes mitzunehmen, neben dieser riesigen Hitbox, die ihr darstellt, wenn ihr das E aktiviert, ist die Tatsache, dass er die Funktionsweise von der Zenitlinge verändert. Denn normalerweise durchdringt ja die E-Fähigkeit von Leona alle Ziele, also auch Minions, und haftet sich allerdings an dem letzten Champion fest. Was ja sehr, sehr nice ist, weil hinten stehen meistens die verwundbaren Ziele und ihr kommt somit an dem Tank vorbei. Das ist eine gute Mechanik. Solltet ihr aber nun den Braumschild aktivieren, passiert folgendes, und zwar haftet sich Leona an Braum fest. Das Ganze entsteht quasi immer, egal wo Braum steht. Das heißt, wenn Leona zwei Ziele durchdringt und eigentlich sie sich ans hintere festhalten würde, verhindert der Braumschild das Ganze. Das heißt, erstens wird der Schaden genommen und zweitens ist Leona gezwungen, sich mit Braum zu verbinden, also auch diesen festzuhalten. Das heißt, solltet ihr mit Braum gegen eine Leona spielen, traut euch auf jeden Fall den Braumschild auch bei der Zenitlinge einzusetzen, denn somit hat es Leona deutlich schwerer, an den Carry ranzukommen. Gott, diese Videoreihe ist wie gesagt nur ganz, ganz klein. Ich würde mich jetzt auch ansetzen und das Video hier zusammenschneiden. Ich wünsche einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ride.